Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle im schönen Allgäu. Wir haben heute Tag 5 unserer Dirty White Serie, der Detailvorstellung der einzelnen kleinen Modelle von mir. Und ja, am ersten Tag war die Walze dran, die Ingersoll-Randwalze. Dann hatten wir die Cut D8 Planierraupe. Am Tag 3 der Bobcat Teleskoplader. Gestern am Tag 4 den Liebherr-Radlader. Und heute, ja, heute ist ein hervorragender Tag, denn zum einen habe ich heute Geburtstag, deswegen bin ich heute auch etwas schicker gekleidet. Und zum zweiten kann ich euch heute am letzten Tag dieser Serie den ganz neu aufgebauten Volvo FMX vorstellen. Hier steht er, wir holen ihn auch gleich mal nach vorne, etwas näher heran. So, das ist ein Schiff. Der Volvo. Leider gibt es ja von Bruder aktuell keinen Volvo LKW. Zum Ende des Jahres soll ja der Volvo Dumper kommen. Und ja, ich bin auf der Suche gewesen nach einem etwas spezielleren LKW. Ihr wisst, ich habe den MAN umgebaut mit den ganzen Umbauvideos. Wir haben den Mercedes Arox umgebaut mit den Umbauvideos. Und ja, es war einfach mal wieder Zeit für etwas Neues. Und ich habe mir so ein paar Sachen in den Kopf gesetzt, die ich natürlich auch mal probieren wollte, umzusetzen, ob das denn so möglich ist, ob das so funktioniert, wie das in meinem Hirn so aussieht. Und ja, bei der Suche nach einer passenden Karosse bin ich im Endeffekt auf einen Volvo gestoßen. Mir gefällt er sehr, sehr gut vom Aussehen her. Und wie gesagt, vor allem, es gibt ihn so jetzt in dem Maßstab nicht. Es gibt ja diese Kabinen zum Kaufen, aber eben nicht in dem passenden Maßstab. Die Kabinen sind dann 1 zu Tamiya, 1 zu 14,5 oder wie auch immer. Ich habe mir auch da die Maße schicken lassen. Die passen einfach nicht wirklich zu diesem Maßstab. Man würde immer sehen, dass er eigentlich zu groß ist. Ja. So, wenn wir schon beim Thema zu groß sind, er ist eigentlich für seine Größe nicht wirklich groß. Wir haben hier eine Länge von 58 cm. Mal zum Vergleich, der Mack als Müllauto liegt irgendwo auch bei 56 cm Länge. Er ist also nicht viel länger wie jetzt dieses Bruderfahrzeug. Wir haben hier eine Höhe, höchster Punkt 25,5 und wir haben eine Spurbreite vorne von 15,5. So, und mit dieser Spurbreite von 15,5 ist er wirklich sehr, sehr schmal. Ja, mal zum Vergleich, der MAN TGS ist ja auch kein Riesenbolide, der hat eine Spurbreite von 16,5, also doch noch einen Zentimeter breiter in der Spur als der Volvo. Und wenn ich jetzt die Maße richtig aus dem Internet abgelesen habe, dann ist das auch so, denn der Volvo ist eigentlich ein sehr schlankes Fahrzeug. Gut, wie kam ich jetzt dazu? Oder wie machen wir jetzt einen Volvo in dem Maßstab? Ich hätte jetzt natürlich wahnsinnig viel mit dem 3D-Drucker arbeiten können. Was mich hauptsächlich abgeschreckt hat, war so ein bisschen die Sache mit der Scheibe. Denn die muss einfach super ausschauen. Und ohne Scheibe wollte ich es dann auch nicht machen. Und dann habe ich mir den Arox gepackt und habe mir gedacht, okay, dann wird halt aus dem Arox ein Volvo. Blendet euch da mal das Bild von dem Arx ein, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Und natürlich, die Kenner unter euch haben ja natürlich auch schon mehrfach versichert, ja, das sieht man. Sieht man, natürlich. Also ich bin kein LKW-Fahrer und wenn da Volvo vorne drauf steht, dann ist das Volvo. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich nicht mal den MAN als MAN erkennen, wenn da Volvo draufstehen würde. Aber ich habe mich natürlich versucht, hier so weitestgehend irgendwo auch dran zu halten, wie der Volvo aussieht. Ja, ja, so sieht er ja momentan aus auf der Internetseite von mir, www.rc-bruderbaustelle.de. Findet ihr ja den Umbaubericht vom Fahrgestell und auch von der Kabine. Da sind auch ganz viele Videos mit dabei, wie ich die Kabine
Umbau von Mercedes zu Volvo. Und ja, von der Seite her habt ihr recht. Also von der Seite, da habe ich nichts wirklich viel geändert. Da habe ich es ein bisschen umlackiert. Hier gehört eigentlich noch so eine Kerbe rein, weil der Übergang einfach bei Volvo ein bisschen anders ist. Aber das hier ist getauscht. Das hat Mercedes übrigens auf der anderen Seite normalerweise. Also Auspuff auf dieser und Lüftung auf der anderen Seite. Das habe ich noch getauscht. Aber ansonsten habe ich an der Seite nicht so viel verändert, sondern hauptsächlich natürlich unten beziehungsweise hier die Front bearbeitet. Ich habe auch ein Gegenüberstellungsbild, da seht ihr mal beide im Vergleich, was sich da geändert hat. Neben der Kabine ist der restliche Aufbau im Endeffekt komplett Marke Eigenbau, bis auf den Kipper. Das ist original, dieser gelbe Joskin-Kipper, den ihr von Bruder her kennt, der hier seinen Platz gefunden hat und im Endeffekt nur eine andere Umlenkung bekommen hat. Jetzt legen wir mal einen Akku ein. Hier ist ein kleines Akkufach, das ist momentan noch aus Pappe, das wird noch nachgearbeitet, einfach damit man den Akku nicht so sieht, wobei das jetzt nicht so schlimm ist. Und zum Zeigen reicht das natürlich jetzt so auch, weil dann kann ich auch euch ein bisschen mehr zeigen an und in dem Modell. Für den hier habe ich eine FlySky FSI6 Fernbedienung. Das sind diese dünnen, wo nur noch 4 Akkus reingehören. Sind auch ganz gut. Allerdings ist das mit dem Neutralisieren von dem einen Hebel ein bisschen schwieriger als bei den anderen. Aber ansonsten habe ich die eigentlich auch ganz gern. Funktionieren auch wunderbar. Gut. Ihr habt es gehört, es piepst wie immer die Modellbauregler drin und jetzt sehen wir auch schon hier die Beleuchtung. Der hat also Licht bekommen. Einmal ist es nicht schaltbar, ich habe noch keinen Switch drin, also entweder nur das Tagfahrlicht, diese markanten spitzen Ecken vom Volvo oder eben mit Licht. Wahlweise drüber wäre noch Fernlicht zum Schalten. Ist alles schon verbaut. So, die Kabine ist kippbar, ist momentan angeschraubt. Ursprünglich wollte ich den Akku, also dass man es nach vorne kippen kann, wie bei den ganz alten Brudermodellen. Nach vorne kippen, Akku rein, zurückkippen. Allerdings ist es bei vielen Funktionen, vielen, vielen Kabeln, war jetzt einfach nicht mehr sauber der Platz vorhanden. Deswegen habe ich mir dazu entschieden zu sagen, okay, ich mache sie kippbar, aber ich schraube es fest. Da unten ist rein die Elektronik, da laufen jetzt die Kabel ganz, ganz sauber lang und das passt da alles wunderbar hinein. Fangen wir diesmal oben an. Der Kipper. Das Ding schreit so, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Hier, ihr seht die Zwangsöffnung. Ist diesmal nicht mit der Kette gemacht, wie es beim Mercedes gemacht hatte, sondern mit festen Verstrebungen, damit er auch im Endeffekt nicht nur zwangsöffnet, sondern auch zwangsmäßig schließt. Sind Endabschalter verbaut, oben wie unten. Die kennt ihr ja, unten sowieso, sind bei mir in den Bausätzen ja immer mit dabei. Ist im Endeffekt der gleiche Aufbau und nach oben hin ist hinten einfach einer noch mit drin, der das Ganze nach oben stoppt. Hier wird der Kipper mit einem Spindelmotor angetrieben. Der sitzt hier unten drin. Der sitzt hier drunter. Ich drücke mal den Akkublock darüber. Hier unten sitzt der Motor. Hier ist die Spindel, Spindelzylinder. Wie immer selbst gebaut, genauso angepasst, dass es eben für dieses Modell passt. Die Aufnahme beim Kipper ist genau die gleiche, wie wir sonst auch haben bei Bruder. Die ist dementsprechend nachempfunden. Ich habe also jetzt hier keinen extra Bolzen verbaut oder ähnliches. Und der Motor hat genug Power, um den großen, vollen Kipper nach oben zu drücken. Und ihr seht jetzt natürlich auch wieder etwas, was mir immer wichtig ist. Ein wahnsinnig steiler Kippwinkel. Das heißt, hier rutscht auch wirklich alles an Material raus. Der ist jetzt nicht irgendwo hier so auf 45 Grad, wo der stehen bleibt, sondern der stellt sich diesen Tick weiter auf
dass das Material sauber rausrutschen kann. Ja. So. Der Kipper kann im Endeffekt sehr schnell abgebaut werden. Das heißt, ich klicke ihn nur hier hinten raus, kann hier die Seiten wegschrauben und die Spindel einmal leer laufen lassen. Dann ist der Kipper auch schon abgebaut. Vor lauter Pendelachsen kann ich ihn kaum anheben. Der hat übrigens knappe 4,2 Kilo, also ist genauso schwer wie der Radlader. Nur, dass der Radlader einen Haufen Blei drin hat und der hier nicht. Ich glaube, das geht so. So, jetzt könnt ihr da ein bisschen... Ja, vielleicht haben wir den Kipper gerade noch ein bisschen hoch. So, jetzt seht ihr auch da schön unten rein. Das Ganze ist relativ modular aufgebaut worden von mir. Das heißt, hier unten sind ja die ganzen Kabel dann drin. Da ist dann zu. Und hier vorne ist ein Steckpult mit Servo- und BC-Steckern. Und da laufen die ganzen Regleranschlüsse hin. Das heißt, ich kann im Endeffekt auch jederzeit sagen, Kipper weg, ich brauche jetzt was anderes. Mir schweben natürlich noch so ein paar andere Sachen im Kopf rum, gerade weil es einfach ein Fünfachse ist, wie zum Beispiel ein Abschleppwagen oder ähnliches, so ein Truckpuller, dass wir irgendwas in die Richtung noch hier machen. Weiß ich nicht. So bin ich modular, das heißt, ich kann das abbauen, brauche bloß die Steckverbindungen lösen und habe eine freie Brücke, wo ich sagen kann, okay, ich baue einfach mal wieder was anderes drauf. Bietet sich ja an, gerade bei so einem Modell, das einfach so viel Kraft hat und eben auch dementsprechend viel aushält. Der ganze Rahmen, ich werde ihn nachher nochmal umdrehen, unten drin, der Rahmen ist aus Aluprofilen gebaut. Ich glaube, das machen wir andersrum. Drehen wir nochmal schnell um. So. Das hier ist auch aus Alu im Endeffekt einfach nur gebogen. Vielleicht wollt ihr noch in diese Richtung einmal reinschauen, wie das hier drin ausschaut. Hier habe ich den ursprünglichen Motor von Bruder, so ein Plastikmotor, einfach abgeschnitten und hier mit dazu gebaut. Hier drunter sitzt der Lenkservo. Der sitzt ja mittig. Das habe ich beim Mercedes-Video kurz erzählt gehabt, dass ich den hier testweise jetzt mal nicht vor die Achsen, sondern mittig eingebaut habe. Funktioniert hervorragend. Muss ich sagen, bin ich ultra zufrieden. Und hier laufen im Endeffekt jetzt die ganzen Kabel nach hinten. So. Dann schauen wir mal, wie wir den euch am besten hindrehen. Ich lege ihn jetzt einfach mal auf die Seite. Das sollte gut machen können, damit wir hier ein bisschen mehr von der Technik sehen. Ich rutsche gerade mal hier mit rüber, damit ich auch sehe, was ich euch zeige. Verbaut sind die Vario-Lenkachsen. Die kennt ihr ja von meiner Seite. Die habe ich auch in den ganzen anderen Modellen drin, sind also nicht angetrieben. Die erste ist federnd bzw. pendelnd aufgehängt. Und was hier eine Besonderheit ist, ist, dass die nicht nur, also dass die standardmäßig nicht, wenn er gerade steht, nicht schon komplett ausgefedert ist, sondern dass, wenn er steht, schon die Hälfte an Federweg eindrückt auf der Geraden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo drüber fahre und das vorne weniger wird, dann pendelt sie noch einen Ticken aus. Also, die hier hängt frei. Seht ihr? Hier haben wir Lenkgestänge, hier hängt der Servo dran. Und im Endeffekt habe ich die gleiche Übersetzung gemacht. Das heißt, ich habe auf der einen Seite ein längeres Servohörn, auf der anderen Seite ein kürzeres, um einfach diese Lenkgeometrie hier anzupassen, dass eine Achse mehr einschlägt als die andere. Ja. Dann haben wir die zweite Achse, die ist wie beim Mercedes auch starr ausgeführt, die ist also fest, das ist sozusagen der feste Part in dem ganzen Modell, der das Modell dann auch letzten Endes gerade hält. Würde ich die jetzt auch pendelt machen und ihr seht, hier ist alles weich, würde das Modell irgendwann immer kippen. Unweigerlich, gell? Ein bisschen schief beladen, ein bisschen am Hang und das Ding macht einen Abflug. Diese Achse hier ist starr ausgeführt. Ist aber auch wieder die Vario-Achse und ich mache hier
in dem Fall kein Alu-Rundmaterial rein, wie es dabei ist, sondern ich habe hier ein Vierkant-Alu, das ich an beiden Seiten auf der Drehbank einfach rund abdrehe. Da stecke ich das Ganze rein und dann mache ich das da fest. So. Der Arm unten ist ja wie gesagt komplett aus Alu. Hier sitzt ja nochmal den Motor. Der hier unten drin sitzt, ist der Spindelmotor. Ist nicht der Antriebsmotor. Angetrieben wird das Modell von 6 25er Motoren. Also das hier ist nicht der Antriebsmotor, das ist der vom Kipper. Dann haben wir hier die 3D-Pendelachse. Und zwar ist es im Endeffekt genau die gleiche, nur dass diese hier etwas schmaler ausgeführt ist. Ihr seht, ist genau das gleiche Pendel. Pendelt in alle Richtungen, kann komplett ausgleichen. Zwillingsbereift. Und diese Pendelachse ist im Endeffekt genau die gleiche. Wie gesagt, sie ist einfach nur etwas schmaler gedruckt, weil ich einen schmaleren Rahmen gebaut habe. Kommen wir zur Hinterachse. Und das war eigentlich der ausschlaggebendste Punkt, warum ich dieses Modell überhaupt angefangen habe. Weil ich gesagt habe, was mache ich? Ich will irgendwo es ausprobieren, die gelenkte, gefederte, angetriebene Hinterachse zu bauen. Ja. Jetzt habe ich den Mist. Ja. Und genauso war es im Endeffekt auch eine grauenvolle Arbeit. 100 Mal auf und wieder zu und hin und her. Denn man muss sich einfach vorstellen, hier der Motor liegt in der Mitte und oben und unten ist eine Schraube drin, die sozusagen die Lenkung realisiert. Wenn ich hier ein bisschen verrutsche, habe ich natürlich hier innen drin vielleicht 1 Millimeter, aber hier außen am Rad 5 Millimeter und das Rad steht nicht mehr gerade. Katastrophe. Also ich bin da teilweise wirklich verzweifelt, immer noch ohne Fräse. War spannend, aber es hat funktioniert. Das heißt, die letzte Achse ist angetrieben, sie ist gelenkt, sie ist gefedert, federt also aus und ein. Also genauso wie die allererste Achse ist sie immer ein bisschen mehr am Ausfedern und erst beim Hinstellen federt sie etwa die Hälfte, den hälftigen Federweg in die Mitte. Und dann kann sie noch ein bisschen nachfedern. Weiter, wie beim Manitou auch, oder beim Teleskoplader, beim Bobcat-Teleskoplader, der Servo ist hier mit verbaut. Das heißt, der federt mit. Klare Sache, bedeutet hier, wenn es einfedert oder ausfedert, wird der Servo mitgefedert, bewegt sich mit und schlägt also nicht zwangsläufig die Lenkung ein. Macht er hier vorne übrigens auch nicht, da das Ganze seitlich über Kugelgelenke gemacht ist. Die Anlenkung ist also nicht starr, sondern die ist mit den Kugelköpfen. Und dadurch bleibt hier, wenn ich hier nach oben oder nach unten feder, gleicht es das aus. Weil die Kugelköpfe genauso im Endeffekt eingebaut sind. So, schauen wir mal, ob wir etwas Funktion zeigen können hier in dem Fall. So, jetzt sehen wir die Lenkung, die komplett greift. Das Lenken, also die erste Achse lenkt am meisten ein, die zweite kommt ein bisschen nach und die dritte ist dementsprechend angepasst. Die hat den kleinsten Lenkeinschlag. Und jetzt da, lassen wir es mal laufen. Ihr seht, das sind jetzt alle 6 Motoren, die hier laufen. So sieht das Ganze aus. Hier hinten, wie gesagt, dieser ganze Block ist gefedert aufgehängt. Und gleicht somit alles aus. Ich habe auf meiner Seite, wenn ich sie auf die Schnelle finde, zeige ich es euch hier auch nochmal, diese 2 Fotos. Bedeutet, durch das, dass ich von vorne bis hinten alles ausgleichen kann und jetzt fahre ich an einen Hang hin. Ja, mache also diese Bewegung, dann federt der vorne ein und hinten ein und das Fahrwerk macht wirklich einen Bogen. Das gleiche funktioniert, wenn ich über eine Kuppe drüber fahre, durch das, dass vorne und hinten standardmäßig mehr ausgefedert wird als im geraden Zustand, macht er im Endeffekt auch hier einen Bogen, ja, und gleicht das aus. Das heißt, dass ich irgendwo großartig in der Luft hänge, passiert eigentlich nicht. So, stellen wir das ganze Fahrzeug mal wieder hin. Was natürlich klar ist,
Bei 5 Achsen ist es so, wie auch schon bei dem 4-Achser, er tut sich im Gelände immer schwerer. Er hat wahnsinnig viel Kraft, er gleicht sich super gut aus, aber er ist einfach lang, lang und lang. Ja, das heißt, dieses Fahrgestell ist trotzdem ein Brett, das erstmal da bewegt werden muss. Ja, im Gegensatz jetzt zu einem 3-Achser, wo ich hinten die Pendelachse habe, die sowieso immer steht, und das Vorderrad kann im Endeffekt sein, wo es will. Das wird einfach angeglichen. Hier habe ich 5 Achsen, die angeglichen werden müssen. Und das ist natürlich schon ein bisschen mehr Anspruch an so ein Fahrwerk. Krafttechnisch brauche ich euch, glaube ich, nichts erzählen. Bei 6 Motoren, dass da überhaupt keine Probleme bestehen, irgendwo hochzukommen, irgendwo hinzukommen. Und was jetzt natürlich der Wahnsinn ist, durch diese Allradlenkung, ist dieser wahnsinnig kleine Wendigkeit. Ja? Also wir haben ja hier eine Länge über 1,5 Meter und haben aber einen kompletten Wendekreis von unter 1 Meter. Das ist der Hammer. Also es macht auch richtig Spaß, denn die letzte Achse lenkt nicht nur mit, sondern sie drückt richtig das Fahrzeug nochmal um die Kurve rum, unterstützt es und verändert im Endeffekt den Anlenkpunkt. Ja? Ihr kennt das Spiel, ich mache das ja immer nach diesem Ackermann-Prinzip und ich rechne das nicht aus, sondern ich male mir das auf. Ich habe das hier auch gemacht, das heißt, ich habe das Fahrgestell ja einmal umgedreht, die Lenkung eingeschlagen und so wurde die fein justiert, denn hier laufen ja die vorderen, haben einen Servo und die Hinterachse hat einen eigenen und so kann ich das aneinander angleichen. Ja, hier seht ihr nochmal das Bild von dem Lenkprinzip. Da seht ihr also sehr schön, dass die im Endeffekt alle auf einen Punkt zeigen. Und vor allem hier in dem Fall, durch das, dass die letzte Achse ja mitlenkt und ich so eine Achse mehr habe, verändert sich dieser Lenkpunkt, also der Punkt, um den sich das Fahrzeug dreht, verändert sich durch diese zusätzliche gelenkte Achse. Ja, und dadurch macht er so einen wahnsinnig kleinen Wendekreis. Ansonsten ist nicht ganz so viel zu sagen. Wie gesagt, ist modular aufgebaut. Ich habe alle 6 Kanäle beschalten hier drin und auf die Platte gelegt. Läuft im Übrigen auch auf einem Fahrregler. Das funktioniert gut. So, schon ein langer Hund. Hier hinten ist provisorisch oder angedeutet eine Stoßstange mit hingedruckt. Die Kotflügel, das ist alles aus Blech eben gefertigt. Und ansonsten macht dieses Fahrzeug nur noch Spaß. Also die ersten Einsätze auf der Baustelle, ich bin so begeistert, der muss jetzt immer mit, der gehört absolut in diese Flotte, das ist ja meine Grundflotte im Endeffekt, die müssen sein, das geht nicht anders, ich bin so begeistert von denen und die machen so viel Laune und Spaß und ich finde gerade bei dem Modell sieht man einfach auch mal wieder, es muss nicht immer auch dieser Standardumbau sein, Entschuldigung, diese Fernbedienung, die ist so, die piepst ja immer, wenn man nichts tut, damit ich nicht einschlafe am Steuer oder so. Man muss also was bewegen und sonst nervt die rum. An dem Modell, ich finde es super, weil man hier einfach sieht, es muss nicht immer dieser Standardumbau sein. Ja? Also klar, ein bisschen Farbe hätte es auch schon getan, sieht auch schon klasse aus, sieht auch schon neuer aus. Aber wir haben hier eine Mercedes-Hütte, wir haben einen Joskin-Kipper. Wär ja auch mal eine Kombination wert. Den Rahmen aus Aluprofil aus dem Baumarkt selber gebaut, das 3D-Pendel eingebaut, das bekommt ihr auf meiner Seite, die vorderen Lenkachsen eingebaut und es ist ein komplett anderes Modell. Es ist was, was es nicht gibt mit Sachen, die wir aber schon haben. Ja? Und es ist nicht einfach nur der Umbau von irgendwas, was jeder hat und was wir auch schon 1000 Mal haben. Ja? Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, schaut es auf meiner Seite mal, da sind die ganzen Teile drin. Den hier, die Anfragen kommen ja jetzt schon, der ist nicht käuflich. Ich baue ihn auch nicht, ich weiß nicht mit der Hinterachse, wenn ich mal irgendwo eine Lösung habe, wie man das geschickter gestalten kann, dass das einfacher zu handeln ist und zu bauen ist, dann können wir darüber reden. Momentan ist es ein absolutes Unikat und wird das auch erstmal bleiben. Ja? Ansonsten, es sind ja viele Bilder drin. Ich habe ja, wie gesagt, da auch schon Videos dazu gemacht und den Umbaubericht geschrieben. Auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de findet ihr die ganzen Infos. Und ansonsten hier natürlich im Kanal ein bisschen durchgucken. Genau. Ich werde jetzt zum Essen gehen und mir überlegen, was wir denn als nächstes gemeinsam machen. Ich habe noch ein paar Ideen im Kopf. Da fällt uns mit Sicherheit was ein.
Und bis dahin würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Kommentiert mich unten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder schreibt mir eine E-Mail oder ein Message bei Facebook natürlich. Bin ich auch aktiv. Bin also dementsprechend auch immer irgendwo erreichbar, wenn ihr etwas braucht. Wenn ihr Ideen oder Fragen habt, einfach her damit. Und da fällt uns mit Sicherheit auch wieder was für die nächsten Folgen, was Schönes ein. Ja. Dann hoffentlich bis bald.